Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mario hier von Mr. Online Marketing. In diesem Video werde ich dir drei Möglichkeiten zeigen, wie du testen kannst, ob dein Facebook-Pixel korrekt und richtig eingebaut ist. Das ist wichtig, wenn du gerade dein Facebook-Pixel eingebaut bist und dir vielleicht noch unsicher bist, ob das alles funktioniert hat. Und ich kann dir auch empfehlen, das auch zu prüfen, wenn du dir ziemlich sicher bist. Denn selbst Profis wie ich testen immer, ob der Pixel tatsächlich eingebaut ist. Denn es gibt nichts, was ärgerlicher ist, als wenn der Pixel am Ende nicht funktioniert und du extrem viele Besucher auf der Webseite hattest, die du eigentlich hättest ja nochmal ansprechen können. Möglichkeit Nummer 1 ist wie folgt. Wir haben jetzt hier die Pixel-ID von meinem Facebook-Pixel und ich befinde mich jetzt hier auf der Webseite, wo ich mein Pixel gerade eben eingebaut habe. Ich kann jetzt hier einfach einen Rechtsklick machen und mir den Seitenquelltext anzeigen. Anschließend suche ich zum Beispiel mit Steuerung F der Tastenkombination nach meiner Pixel-ID und et voilà, da ist der Pixel tatsächlich eingebaut. Es hat alles soweit funktioniert. Das ist Variante 1 und die ist wahrscheinlich etwas ja, für die Techies unter uns. Diejenigen, die es möglichst einfach haben, die haben wollen, die holen sich am besten ein, ja, eine Erweiterung für den Browser. Ich befinde mich jetzt hier gerade in einem Chrome-Browser, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann, wenn du viel mit Facebook-Marketing machst, da viele Funktionen ja eher mit Facebook und eher mit Chrome zusammen funktionieren. Was ich mache, ist, ich hole mir das Plugin Facebook Pixel Helper. Beziehungsweise Erweiterung nennt man das ja hier bei dem Chrome-Browser. Diese Erweiterung installiere ich und diese Erweiterung wird mir helfen, ja, mir anzuzeigen, ob der Facebook-Pixel tatsächlich funktioniert oder eben nicht und ob es Probleme gibt oder eben nicht. Und das Ding habe ich bei mir konstant im Einsatz und nutze es wirklich tagtäglich. Und es ist wirklich besonders cool, weil es dir auch visuell übermittelt, ob denn der Pixel tatsächlich funktioniert. Und wenn es dann irgendwann mal Probleme geben sollte, dann sieht man hier wie eben auf diesem Bildschirm gerade One Error und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Gleichzeitig siehst du auch, welche anderen Konkurrenten auch einen Pixel eingebaut haben und das bereits beim Surfen, ohne dass du jedes Mal den Quellcode aufrufen musst. So, ich habe jetzt das Plugin hier installiert, die Erweiterung für Chrome. Werde jetzt hier einfach mal das Fenster refreshen. Und et voilà, das Plugin funktioniert direkt auf Anhieb. Hier sind 4 Pixel verbaut. Das heißt, hier muss ich definitiv nochmal ran und nochmal schauen, was hier schiefgelaufen ist. Denn ich habe hier zu Demonstrationszwecken nämlich 2 verschiedene Pixel eingebaut. Das heißt, ein Pixel sollte optimalerweise wieder raus. Du siehst hier jetzt einmal der normale Pixel, ein weiterer normaler Pixel. Das Page View Element ist verbaut, das General Event ist verbaut. Der zeigt mir sogar an, wie lange es gedauert hat, bis der Pixel geladen ist. Das ist auch sehr hilfreich, weil ich dann genau weiß, ob der Pixel auch an der richtigen Stelle verbaut ist. Ja, das sind alles nette Zusatzinfos, die ich hier bekomme. Und das Schönste ist, ich bekomme hier einfach eine grüne 4 und weiß, das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist das Ganze hier rot und ich sehe auf einen Schlag sofort, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und kann dann sofort den Pixel wieder ändern. Das gilt auch, wenn im Laufe der Zeit irgendwas in der Webseite zerschossen ist und hier dann auf einmal rot steht, dann weiß ich, der Pixel arbeitet nicht mehr korrekt, so wie er eben ja, arbeiten sollte. Und dann kann ich das Ganze hier eben schnell korrigieren. Ich empfehle dir also, dieses Plugin dauerhaft laufen zu lassen, damit du immer, wenn du wieder beim Surfen bist, sowas dann zufällig bemerkst und das dann schnell tauschen kannst, beziehungsweise schnell agieren kannst. Dritte Möglichkeit ist, das ist dann die Luxusvariante, sage ich jetzt mal. Wenn der Pixel funktioniert, dann erscheint er nämlich eben auch hier unter URLs. Denn hier erscheinen dann alle ja, URLs, wo der Pixel gefeuert wird. Und da sollte dann auch deine URL erscheinen. Wenn das nicht der Fall ist, weißt du, da musst du nochmal ran, da funktioniert etwas nicht. Ja, das war es auch schon mit den drei Möglichkeiten. Wenn du aber noch dabei bist, den Pixel einzubauen, wenn du dazu Fragen hast, dann check auf jeden Fall meinen Kanal und die weiteren Videos. Dort habe ich verschiedene Tutorials erstellt, wie du den Facebook-Pixel richtig einbauen kannst, wie du den Facebook-Pixel mit WordPress einbauen kannst, wie du den Facebook-Pixel mit WordPress innerhalb einer Optimizepress-Installation einbauen kannst und. Und klar, es gibt noch viele weitere Videos zum Thema Online-Marketing. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn dir das geholfen hat mit diesem coolen Plugin, mit dieser Erweiterung, dann lass mir einen Daumen da, schreib mir gerne einen Kommentar, welche Videos du noch gerne zum Thema Online-Marketing haben möchtest. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann, dein Mario von Mr. Online-Marketing. Ciao.